Jetzt kühl, ey. Sowas von kühl. Das andere kommt nach 22 Uhr. Ja, die Befürchtung habe ich auch. Ich weiß nicht, ob ich heute bis 22 Uhr unter der Androhung noch streamen sollte. Ich könnte ja mal probieren, ob wir mal auf dem Gebäude landen. Können wir ja mal machen. Das ist ja cool. Aber es hat schon optisch was wert, auf jeden Fall. Also es ist. So. Oh, hier werden wir ein bisschen Tempo machen, damit wir hier ein bisschen flott machen kommen. Aber irgendwie hat das optisch wirklich mal über das Kerbal Space Center hier herumzufliegen. Beziehungsweise zu fahren. Zeppelin fahren, ja. Das hat echt mal was. Da kommt direkterweise Feeling auf. So, halt andersrum. So. So ist Bremsen. Schon wieder falsche Taste. Immer komme ich auf diese blöde Taste. Ich weiß auch nicht warum. So, okay. Ah. Zeppelin Simulator. Also das wäre echt noch so ein Ding. So richtig schöner, anständiger aber. So wie den Flight Simulator halt gibt, aber dann halt wirklich nur mit Zeppeline. Kommen wir hier langsam so an. Das ist super geil. Das muss man sich dann jetzt wirklich mit Propeller vorstellen. Das wäre so geil. Also ich muss das ausprobieren mit der Mod, wie das zusammen sozusagen funktioniert. Ja, wäre nicht langweilig. Ein Zeppelin-Simulator wäre sowas von geil. Er müsste dann so ähnlich sein wie Euro-Truck-Simulator, dass man die Zeppeline dann immer weiter ausbauen kann. Dann macht man Passagiere oder Lasten oder sowas. Dann kann man so Luxuskabinen machen, dann macht man so Atlantikfahrten. Das wäre so richtig geil. Also das wäre so ein Simulator, wo ich sagen würde, ja, yeah, her damit. Mit denen könnte ich richtig in Genussphase treten, ne? Steampunk-Simulator. Ja, warum? Ich kann auch im Steampunk-Universum sein, der Zeppelin. Hätte ich jetzt kein Problem mit. So.
Vor allen Dingen das Schöne bei so einem Zeppelin ist ja, das ist nicht so hektisch wie mit einem Helikopter, ja? Da da di da 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 di da 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 di. So. Aber gefährlicher. Warum denn gefährlicher? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Was soll da... Oh. Was soll daran gefährlicher sein? Das ist bewährte Technologie. Ja. Ah. Da. 5 Kilometer Hubschrauber, kein Benzin, gleich Notlandung. Ja. Ich weiß, da kann so 5 Kilometer Zeppelin Platz tot. Nee, dafür nimmt man Fallschirme mit. Ja, coole Nummer. Wir haben echt eine Landung hier gemacht. Da gibt's wirklich Science, aber wir haben keine Antenne dabei. Gut. Wow. Dann habe ich jetzt trotz ohne Zeppelin-Mod doch einen Zeppelin gebaut. Das ist doch geil. Mal, Das sieht so episch aus. Das sieht so episch aus. Das ist so geil. Eieieiei. So, das screenshot ich mir mal. Hammergeil. Das bedeutet... Jetzt machen wir aber weiter im Tagesprogramm. Space Center. So, den lassen wir da sitzen. Das ist jetzt unser Schauzeppelin. Ist so voll geil. Gut, was wollte ich machen? Ich wollte auf dem Moon etwas bauen. Da zeige ich erstmal euch nochmal, was ich bauen wollte. Es gab nämlich auf dem Moon ein Problem. Und dem widme ich mir jetzt. Der Moon. Der Moon ist ja... so ein bisschen das Sorgenkind aktuell. Warum ist er das Sorgenkind? Ich muss mal gucken. Wo ist denn hier mein Zeug? Hier. Das heißt, hier haben wir. Da müssen wir mal hin. Da steuern wir mal. Dachte, du wolltest nach Eve Online. Haben wir doch gemacht. Eve ist doch erreicht. Eve ist doch erreicht. Hat doch alle geklappt. Ja? Ja? So, Ladescreen. Jetzt will ich erstmal Tag haben. Es ist mir zu dunkel. So. It's light. Gut, was möchte ich machen? Ich möchte Folgendes machen. Dazu müssen wir das Objekt wechseln. Muss ich mal gucken, wo ich es habe. Die ist doch in der Mining Rig drin. Und zwar folgendermaßen. Ich wollte eigentlich... Jetzt muss ich mal sehen, wo ich sie habe. Da ist das Ohr. Hier sind die Kanister. Inventory. This is not was? Hä? Willst du mich verarschen hier? Da ist auch nichts. The story is not accessible from the inside. Hä? Hat der mir die Objekte gekillt oder was? Dann krieg aber einen Föhn hier. Warte mal, dazu muss ich... Um das zu überprüfen, muss ich mal auf ein anderes Objekt. Wartet mal.
Hat der mir jetzt durch die Patcherei die Objekte gekillt? Körben. Versuch mal im EVA. Okay, können wir auch machen. Warte mal, machen wir das mal im EVA. Geh mal die Sache mal ruhig an. Wo ist denn unsere Ingenieurin? Ist die im Wessel da drin? Ja, ist sie. Ja. So, machen wir bitte ein EVA. Danke sehr. Lass das mal bitte los. Probieren wir das mal im EVA. Geht auch die Anzeige hier? Aber so macht die echt nur Sinn, wa? Okay, machen wir die mal aus. Eigentlich müsste ich doch die auch so schauen können. Inventory. Ah, okay. Los. Weil auf der Van Braun kann ich auch hineinschauen. Davon mal abgesehen. Ne? So, da war auch nichts drin. Weil es lustig, ich habe 4 Container dran, aber in 2 war nur was drin. So, folgende Sache. Mal sehen, ist es hier drin? Genau, hier ist es drin. Das Problem, was ich habe, ist, dass ich hier zwar sogenannte Ground Bases habe, aber... Jetzt kommt das große Aber... Hier sind die richtigen, genau, die Pylone, die Ground Bases. Ich kann die nicht damit oder damit verbinden. Ich habe die falschen Items hier hochgeschickt. Ich hätte damit ein anderes Item hochschicken müssen und das mache ich jetzt. Warum mache ich das? Ganz einfach, ich möchte hier ein bisschen Lines haben, dass ich zum Beispiel von hier Fuel hier reindringen könnte, falls ich mal mit der wirklich mal wieder hochstarten will. Oder, dass ich mir ein Tanksystem hier aufbaue und damit... andere Zubringerschiffe betanke. Ja? Also das ist sozusagen die Idee dahinter. Und das möchte ich gerne machen. Ja? Gut. Das heißt, sind das Standard-Fuel-Lines die gelben? Ja, das waren die gelben. Die waren die Standard-Fuel-Lines, genau. Hallo? Ja, das sind die falschen. Das habe ich auch rausgefunden. Ich habe sogar rausgefunden, welches die richtigen sind. So, dann sind wir erstmal wieder drin, ne? Dann gehen wir wieder zum Space Center. Gut, im Space Center werden wir mal gucken, ob wir einen praktischen Zubringer haben oder einen Zubringer bauen müssen. Das heißt, wir gehen mal hier rein. Dann müssen wir mal schauen, was wir da haben. Ob wir da was vernünftig haben oder ob wir Pech haben oder wie sich das Ganze gestaltet. So, was haben wir denn da? Bin sogar fast am Überlegen, ob wir einen bauen. Luna Drop Tanker. Misch. Mining Rig. Recover. Wisst ihr was? Wir bauen einen. Dazu reicht ein ganz einfacher Okto, der Kleine. Welcher ist denn der ganz Kleine? Nee, der sollte Kurs halten können. Warte mal. Der kann SRS-Stabilität. Der macht Roll, Pitch und sonstiges. Stabilitätassistent. Der macht auch Pro-Gate und Retro-Gate. Ist für 650 zu haben. Der ist sehr teuer. Teuer. Das heißt, das ist der dann hier. Gut. Okay. Jetzt kommt's. Da drunter. Hallo? Das ist schon das nächste, ist die nächste Sushu. Näher geht's nicht. Kann man den? Gut, jetzt brauchen wir